Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte. Ich bin Dr. Bettina Luf, genannt Plaisier, und arbeite bei Kaspers Mock im Dezernat Erb- und Familienrecht. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen über besondere Testamente, denn wir haben in den letzten Wochen und Monaten alle, glaube ich, festgestellt, dass es Situationen und Katastrophen gibt, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Erstaunlicherweise hat das Bürgerliche Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland für diese Fälle Vorkehrungen. Und es gibt Paragraphen und Regelungen, was in solchen Situationen möglich ist. Grundsätzlich gilt, jeder kann an jedem Ort als deutscher Staatsbürger seine letztwillige Verfügung eigenhändig errichten. Er muss dafür nur testierfähig sein, er muss das Testament eigenhändig schreiben und es muss wirklich ein Testament sein. Aus dem, was er schreibt, muss hervorgehen, dass er einen Testierwillen hat. Wenn sich der Testierende zu Hause befindet und das Haus nicht verlassen darf, kann er natürlich ein eigenhändiges Testament errichten. Er sollte dabei Namen korrekt verwenden und auch Grundbuch- oder Immobilienbezeichnungen möglichst exakt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man einen Notar zu sich nach Hause bestellt und der zu Hause beim Testierenden das notarielle Testament, so wie man es kennt, wie man es sich vielleicht vorgestellt und geplant hat, dort aufnimmt. Wichtig ist dabei im Zusammenhang mit den Quarantäneregeln, dass wenn der Notar oder auch der Testierende mit dem Besuch des Notars Quarantäneregeln oder gegen Quarantäneregeln verstößt, ist das Testament trotzdem wirksam. Denn das hat mit den erbrechtlichen Regelungen nichts zu tun, sondern da geht es nur um Verwaltungsvorschriften. Man soll natürlich nicht gegen Quarantäneregeln verstoßen, aber für die Wirksamkeit des Testamentes ist das unbeachtlich. Jetzt hatten wir in der Vergangenheit auch Situationen, wo der Aufenthaltsort unter Quarantäne gestellt ist. Es gab Orte, die durften nicht verlassen werden. Wenn man dann in einem kleineren Ort wohnt und dort kein Notar ansässig ist, ist es natürlich auch schwierig, wenn man kein eigenhändiges Testament errichten möchte oder kann, dass einen Notar zu erwischen, denn der darf in den Ort nicht rein. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sein Testament vom Bürgermeister errichtet, das sogenannte Bürgermeistertestament. Da muss allerdings als Voraussetzung eine Todesgefahr oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Tod in den nächsten Tagen eintritt, bevor man wieder einen Notar besuchen kann, vorliegen. Es ist so, dass dann bei einem Bürgermeistertestament der Bürgermeister die Rolle des Notars übernimmt. Zusätzlich müssen aber zwei Zeugen anwesend sein, und zwar dauerhaft anwesend sein. Dort sind grundsätzlich alle Testamentsformen des Bürgerlichen Gesetzbuches möglich. Also wenn ein Notar an Bord des Schiffes ist, darf der auch an Bord eines Schiffes ein notarielles Testament erstellen. Das eigenhändige Testament darf erstellt werden. Ein Bürgermeister werden Sie in den seltensten Fällen dort vorfinden, aber Sie können ein Drei-Zeugen-Testament erstellen. Es gibt auch das sogenannte Seetestament. Das ist ein Drei-Zeugen-Testament, was allerdings nicht die Voraussetzung hat, dass eine Todesgefahr da sein muss. Das kann man also auch zu jeder Zeit auf See machen. Wichtig ist dabei zu beachten, unter welcher Flagge das Schiff fährt. Denn wenn ich als deutscher Testierender auf einem deutschen Schiff, also einem Schiff, was unter der deutschen Flagge fährt, gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Fahre ich allerdings als deutscher Testierender auf einem Schiff, das unter einer ausländischen Flagge fährt, gilt auch das Recht des Staates, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte.